Und damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 13, unserer erfolgreichen, titelberauschenden Karriere hier mit dem FC Liverpool. Und da wollen wir jetzt weitermachen. Meister sind wir zwar schon, aber wir wollen trotzdem so viele Punkte holen, wie es geht. Hä? 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 Freunde, hier stimmt was nicht. Ich habe gerade die Taktik für ein Ligaspiel eingestellt und jetzt steht hier Champions League. Wollen die mich verarschen? Was ist denn das für ein Bug? Ich mache das Spiel in Sofortberechnung. Ich guck mir das jetzt nicht an. Aber warum haben wir denn jetzt gegen Sunderland? Hä? 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 Was zur Hölle ist hier los? Da steht Chelsea und jetzt Sunderland. Alter. What the fuck? Hä? Schon wieder? Haben wir jetzt zwei Spieler auf einmal? Willst du mich verarschen? Wie geht das denn? Und wir liegen in beiden Spielen 1-0 hinten durch ein... Alter, willst du mich verarschen, Fußballmanager? Ey, wenn wir wegen dem Scheiß rausfliegen aus dem Pokal, die Liga ist mir jetzt ja scheißegal, ja? Da sind wir ja eh schon Meister. Aber wenn wir aus dem Pokal rausfliegen, dann werde ich sauer. Also aus der Champions League. Die will ich nämlich auch noch gewinnen. Wegen so einem Bug willst du mich verarschen? Das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Ich stelle die Taktik für Sunderland ein und dann ist das Champions League Spiel am selben Spieltag. Das muss das Spiel doch merken und dementsprechend die Spiele verlegen. Willst du mich verarschen, sag mal? Jetzt bin ich mal gespannt, wie die das mit den Wechseln machen. Wir bringen für Mino, wir bringen Matip und wir bringen Ricardo Rodriguez. Ich kann hier hin und her switchen, aber gegen auf das Chelsea-Spiel habe ich keinen Einfluss. Ja, läuft bei dir. Super programmiert, Fußballmanager 13. Geil. Und da hat er die Wechsel nicht. Ja, und Diego Costa schießt uns ab. Wir fliegen aus der Champions League wegen dem Scheiß. Willst du mich verarschen? Und ich kann nirgendwo die Taktik für Chelsea einstellen. Ey, das kotzt mich so an. Ich fliege aus der Champions League wegen einem verfickten, verhurten Bug. Ist das dein Ernst? Was soll das für ein Bug sein, Alter? Das macht keinen Bock, ey. Schön, dass wir hier vorne lagen, aber hier haben wir auf die Fresse gekriegt. Ey, das ist so scheiße, ich konnte da keinen Einfluss drauf nehmen. Jetzt fliegen wir aus der Champions League. Geil, ist das geil. Boah, ich bin so angepisst gerade. Das kann doch nicht sein. Das ist der schlimmste Bug im Fußballmanager bisher ever. Und jetzt wird hier alles doppelt angezeigt. Sind die behindert? Alter, Fußballmanager, du bist so dumm. Das ist nicht wahr, ey. Boah, ich kann auch nicht mehr zurück, ey. Das ist doch scheiße. Das ist so scheiße. Boah, das kotzt mich an, ohne Spaß. Dafür kann ich nichts, ey. Und dann fliegt man aus der Champions League wegen so einem Trottelfehler. Das ist nicht deren Ernst. Kannst du mal ein bisschen weniger verdienen vielleicht? Boah, das ist so ärgerlich, ey. Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Ich kriege jetzt Kotzen, das ist nicht wahr. Boah, ey, was ein Scheiß, Junge. Und hier Boateng und Subotic im Formtief, weil die gegen Chelsea angeblich Scheiße gespielt haben.
Und jetzt steht hier Chelsea-Spiel auf einmal hier oben. Alter, ich könnte so ausrasten, das ist nicht normal. Fußballmanager, du behindertes Hurenspiel. Und auf einmal haben sie Matip aus der Aufstellung geworfen. Und hier, wir hatten auch keinen Rechtsverteidiger. Wo ist der hin? Der war ja für die Champions League ein Spielrecht. Wir haben ohne Rechtsverteidiger gespielt. Boah, kein Wunder, dass wir da 3-0 gegen die Chelsea-Huren verlieren. Ey, das ist doch nicht wahr, Fußballmanager. Meinst du das im Ernst, Joe? Das gibt's einfach nicht, ey. Das gibt's nicht. Wie schwach ist das bitte? Boah, bin ich angepisst, Alter. Und alle verlieren ihre gute Form. Boah, ist das ärgerlich, ey. Ich kotze so im Strahl. So ein 3-0 kriege ich nie wieder aufgeholt. Ey, ganz ehrlich, ich werde versuchen, das 3-0 aufzuholen. Und wenn ich dafür 3 Anläufe brauche, dann gibt es das Spiel nicht in 3D gegen Chelsea. Ihr könnt mich mal. Ich mache mir dann die Mühe nicht mehrmals und gucke mir mehrmals ein 3D-Spiel an. Obwohl, in 3D spielen wir immer besser, schießen mehr Tore. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist einfach nur zum Kotzen. Aber ganz ehrlich, das wäre nicht meine Schuld, wenn wir aus der Champions League fliegen. Ganz und gar nicht. Deswegen will ich das halt versuchen, wieder auf Gleichberechtigung zu machen. Und dann muss ich halt mehrmals laden. Dann muss ich halt mehrmals das kommentieren. Ein Transfer ist auf jeden Fall geglückt. West Ham könnt ihr vergessen. Dann haben ein paar Jugendspieler ihre Trainingsziele erreicht. Hurra, Freude. Das verdirbt einen so die Laune. Das ist doch nicht zu fassen. Ich habe so viel Bock gerade. Und dann so ein Scheiß. Jetzt habe ich auch noch in 100 Jahren Fußballmanager noch nicht erlebt. Das ist unfassbar. Steve Tolley, nächster Jugendspieler, der sein Trainingsziel erreicht. Der kann sich jetzt um die Werte kümmern. Wird also demnächst stärker. Erstmal flexibler und dann stärker. Pedro, komm, dafür bist du noch da. Gosset kann sich auch nur noch um die Werte kümmern. Boah, das ärgert mich so tierisch. Unfassbar. Erboste Mitglieder, ist mir egal. Dafür kriegen wir Aaron Ramsey ja hier alles doppelt. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch doppelt bezahlt für alle Spieler. Glückwunsch. EA, du bist echt der geilste Scheiß auf Erden. Nee, gibt keine größere Hurensohn-Firma außer die Deutsche Bahn. Oh Mann, ey. Warum Koke seit 100 Jahren im Formtief ist, weiß ich auch nicht. Ist das echt zum Kotzen? Das kann nicht deren Ernst sein, ey. Oh, und der Zufall. Ja, ihr seht, wie sehr Zufall das ist. Direkt dasselbe Lied hinterher. Oder war nur der Ausschwinger vom Lied? Wäre der Kracher, wenn das Lied zweimal hintereinander läuft. Nee, Gott sei Dank nicht. Trotzdem, das Lied haben wir auch schon so oft gehört. Boah, ist das zum Kotzen. Ihr merkt ja, ich bin jetzt was leiser, wenn mich das wirklich sowas von tierisch abkotzt, dass ich aufgrund eines Fehlers vom Spiel, ich kann dafür wirklich gar nichts, dass das Spiel, das trottelige fucking Idioten fuck fick fuck scheiß Spiel, zwei Spiele auf einen Tag legt.
ohne eine Meldung zu geben oder so. Das muss doch möglich sein zu programmieren. Könnt ihr mir nicht erzählen. Oh, was für dreckige Alter. Das wird dir hier auch nirgendwo angezeigt, dass wir hier ein zweites Spiel haben. Das ist doch nicht wahr. So, haben wir jetzt bei gegen Arsenal auch wieder zwei Spiele auf einmal. Wie sieht's aus? Hm? Noch mehr irgendwie formell in den Formtief, ins Formtief ziehen. So, Sofortberechnung. Kämpft um jeden Ball. Müssen wir ja quasi wieder bei 0 anfangen, weil wir das letzte Spiel haushoch verloren haben mit 3-0. Das 1-1 aus der Liga, das ist weg. So, wer hatte denn da eine 5,0? Emre Can, wow. Sturridge und für Griezmann kommt Firmino. Tauscht mit Reus die Seiten und ab geht's. Sturridge verletzt, ne, super. Barclay Spielmacher, De Bruyne links, oder ist er Rechtsstärker? Nee. So. Retten wir mit 1-0 über die Pause, Arsenal geschlagen. Anderen Ergebnisse, die uns interessieren, Manchester City schlägt Sunderland mit 2-1, Chelsea gewinnt 5-0 gegen Middlesbrough, Manchester United gewinnt 1-0 gegen Tottenham und das war's. Wow, ey, ich bin immer noch so angepisst. Wir haben ein nachwuchsvolles Team, ja, das stimmt. In der Elf des Tages McGregor, aber von uns weit und breit keiner. Wieder nur die ganzen Chelsea-Fotzen. Und ich habe mit Chelsea endgültig verkackt, Alter. Geht mir so auf den Piss, auf den Piss. Naja, haben wir ja für die nächste Folge eine richtig schöne große Herausforderung. Wir müssen das 3-0 gegen Chelsea aufholen irgendwie. Mal gucken, ob wir das schaffen, aber es ist echt eine Frechheit. Weil ich dafür echt nichts kann. Ich kann dafür nichts. Und Eric Dier war noch nicht mal Nationalspieler. Also die haben gar nichts hingekriegt in Tottenham aus denen. Mal schauen, ob wir da mehr aus dem machen können. Wollen ja in der Verteidigung, wie gesagt, auch ein bisschen jüngeres Fleisch jetzt reinholen. Ein paar neue Spieler probieren. Das habe ich, glaube ich, nie vergeben. Deswegen hierauf. Aus der Jugend kommen ja auch noch so viele hoch, aber die werde ich wohl erstmal verleihen und die, die verliehen sind, eventuell dann einbauen in mein Team. 1,5, komm, das reicht. Der wird dann wohl jetzt auch kommen vor dem Chelsea-Spiel noch. Und dann haben wir unser Transferbudget für diese Saison noch aufgebraucht. Ich hoffe, der zieht das nicht von dem von nächster Saison ab. Ich traue nämlich dem Fußballmanager kein Stück. Sturridge für 21 Tage verletzt, der nächste lange Ausfall. Weißt du, vor allen Dingen sagt ihr mir nicht mal Bescheid, dass wir Champions League spielen. Da wir hatten zwei Spieler weniger gegen Chelsea. Ist doch klar, dass wir da 3-0 verlieren. Und ich konnte die Einstellung dafür nicht ändern. Ich kam nicht ins Taktikmenü. Das ist einfach scheiße. Wer programmiert so einen Mist? Sind die da alle besoffen bei EA oder sind die einfach nur so kernbehindert? Leicester City möchte Cyprien verpflichten für 5,2 Millionen. Ich mag den Kerl, aber ich würde Leicester City den Spiel übergeben, zumal wir ja auch Aaron Ramsey bekommen haben. Von daher sage ich, ist okay. Der Verein wäre an dem Spieler interessiert, aber der Spieler möchte zu uns zurück. 76 mittlerweile, Bellerin, sehr gut. Die wollen 30 Millionen für Batshuayi. Aber ich sehe in dem unsere Zukunft im Sturm und Batshuayi wäre mir lieber als Jovetic. Von daher sage ich, 30 Millionen, Hammerwert, aber sorry, geht nicht. Nottingham Forest will Liam Terry auch kaufen. Der hat vollkommen überzeugt, aber auch da sage ich, da es ein eigener Jugendspieler ist und sogar ein Abonnent, definitiv nein.
Tut mir leid, Nottingham. Vielleicht könnt ihr hier den Flanagan von uns kaufen. Der leider nicht gekauft wird. So, die wollen Berahino. Der hat in 48 Spielen 17 Mal getroffen. Hat einen Geht steil. Ist eine Frohnatur für 6 Millionen. Da kriegen wir definitiv mehr Geld, falls wir ihn verkaufen wollten. Aber ich würde gern wissen, was aus dem wird. Deswegen behalte ich den mal. Mitchell Weiser kam kaum zum Zug. Kommt wieder zurück. Galloway ist auch ein Jugendspieler von uns. Hat in 29 Spielen 10 Tore gemacht, 4 Millionen. Auch da kriegen wir mehr Geld. Origi, 6 Millionen ist ein Witz. Bojo, 878.000, eigener Jugendspieler. Mag ich ihn echt sehr gerne. Eib wollen sie nicht kaufen. Chirivella wollen sie nicht kaufen. Und Canos auch nicht. Aber die haben immerhin gespielt. Harry Wilson, der hat eigentlich ein Spielerbild. Was ist da denn los? So, der kommt so und so zurück. Und dann haben wir noch einen Sechser mehr. Leg mich fett. Jetzt wird Diego Costa wegen der Scheiße zum Spieler des Monats. Ach Mann, Fußballmanager. Ich könnte dich gerade so in die Tonne kloppen, du Scheißspiel. So, Stadion können wir nochmal ausbauen. 54.000 Zuschauer. Spiel gegen Chelsea, wie gesagt, Challenge. Wir liegen 3-0 hinten. Können zwar nichts dafür, aber müssen wir jetzt drunter leiden. Boateng ist immer noch nicht in der Verfassung. Koke ist aber immerhin in der Verfassung, dass er wieder spielen könnte. Machen wir es gerade mal so. Petro könnte auch spielen. Oh Gott, das wird jetzt aber... Das wird jetzt aber knifflig, hier die Aufstellung zu machen. Ich will ja keine Spieler mitnehmen, die nicht wirklich formstark sind. Wenn im Sturm jetzt irgendjemand ausfällt, wird es schwer für uns, den zu ersetzen. Deswegen müssen wir eigentlich mit der Aufstellung hier gegen Chelsea ran. Wir liegen 3-0 hinten. Ob wir das drehen können, sehen wir dann in der nächsten Folge. Eric Dyer kommt auch, wunderbar. Das heißt, in der Verteidigung wird sich nächstes Jahr bei uns definitiv was tun. So, wir kümmern uns um Diego Costa. Hoffen, dass wir dieses Mal kein Parallelspiel haben. Und ich sage, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Live-Spiel. Dann probieren wir den Rückstand, wie gesagt, umzudrehen. 3-0 liegen wir hinten. Wir müssen jetzt mindestens 4-0 gewinnen oder höher. Es wird verdammt schwer. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Daumen nach oben, wenn euch diese Folge trotzdem gefallen hat. Wie gesagt, für die 3-0-Niederlage kann ich ja wohl mal überhaupt nichts. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr ähnliche Kommentare schon mal, Probleme schon mal hattet, ähnliche Bugs. Würde mich freuen. Bisschen Beruhigung für die Seele, oder bin ich der einzige Depp, der diese Schäden hier hat? Viele Spiele haben wir diese Saison nicht mehr, also bleibt am Ball. Danke fürs Zuschauen. Schaut auch in meinen anderen Videos, in meinen anderen Kanal YouTube, HeelFuckTheGames, auf meine Homepage HeelFuckTheDE, auf Twitter, Twitter@HeelFuckThe, und natürlich könnt ihr das Video teilen auf Facebook, Twitter oder anderen sozialen Netzwerken und natürlich euren Freunden von meinem Kanal erzählen. Das wäre wunderbar. Ich sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.